Kollege Repple, ich fand Ihren Beitrag wirklich durchaus amüsant. Ich gestehe es Ihnen an einer Stelle zu, für mich war der Schlüsselsatz, Hochschulprofessoren sind grauenhafte Pädagogen. Offensichtlich haben Sie mit Ihrer heutigen Rede Ihre Erfahrung mit dem Kollegen Meutgen verarbeitet. Herzlichen Dank. Für den Zusammenschluss der fraktionslosen Abgeordneten erteile ich das Wort an Herrn Dr. Meuthen, war zumindest gemeldet. Kommt die Antwort auf Rente? Oh ja, bestimmt. Na, da kommt eher die Antwort auf Sie, Herr Fulzblei. Also der Kollege Repple hat vielleicht seine schlechten Eindrücke auch, weil er natürlich bei mir nie Hochschulunterricht genossen hat. So, Herr Kern, ich gehe mal an den Ausgangspunkt. Bitte? Ich gehe mal in den Ausgangspunkt zurück. Natürlich gab es keine Modellversuche zur Gemeinschaftsschule. Deren vernichtendes Ergebnis wäre ja auch vorhersehbar gewesen und hätte das allein sozialistisch-ideologisch motivierte Projekt der Gemeinschaftsbeschulung gleich zu Beginn entlarvt. Mit der Gemeinschaftsschule und der schrittweisen Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems wird bewusst und aus rein ideologischen Gründen der Weg in Egalitarismus unter dem Deckmäntelchen der Chancengleichheit gesucht. Und es wird damit ganz bewusst eine Leistungsfeindlichkeit propagiert. Es ist nicht glaubwürdig, wenn Sie hier behaupten, dass hier Leistung noch gefördert werden sollte. Nein, darum geht es nicht. Es ist tief erschreckend, was sich da vollzieht. Abschaffung von Noten als Leistungsnachweise, Abschaffung von Versetzung, von differenzierter Beschulung ist ein so offenkundiger und vollständiger pädagogischer Offenbarungseid, dass man ein solches Vorgehen schon nicht mehr mit Dummheit allein entschuldigen kann. Nein, dahinter steckt mehr. Es ist der gezielte und schleichende Weg in den Bildungssozialismus, der hier völlig bewusst, behaupte ich, eingeschlagen wird. Ich sage Ihnen das nicht vornehmlich als Politiker, ich sage Ihnen das vornehmlich als Vater von Kindern und auch als Großvater inzwischen. Rechnen Sie, was das anbelangt, mit unserer erbitterten Gegnerschaft gegenüber diesem unverantwortlichen Anschlag auf die Bildungschancen unserer Kinder und Enkel. Sie zerstören auf dem Altar der sozialistischen Gleichmacherei die Grundlagen unserer Zukunft und die Entfaltungschancen junger Menschen. Das ist das Schlimmste daran. Herr Röhm, Sie haben ja recht, wenn Sie massive Defizite vor allen Dingen in den Bereichen Mathematik und Orthographie beklagen. Wie katastrophal die Lage in diesen Fächern bereits ist, kann ich gerade als Hochschullehrer bestätigen. Und ich bekomme da Abiturienten. Und es ist eine Katastrophe, kann ich Ihnen nur sagen, die noch viel größer wird, wenn man sich die anderen Schulzweige anschaut. Allein mir fehlt hier jeder Glaube, dass Sie mit diesem Koalitionspartner der immer weiteren bildungspolitischen Talfahrt in irgendeiner Weise Einhalt gebieten können. Im Gegenteil, der Niedergang geht weiter. Und Sie drohen da jetzt mitzumachen. Ihre Ansätze, Frau Kultusministerin Eisenmann, habe ich mir angehört und auch gelesen. Und ich finde sie, muss ich Ihnen sagen, nicht schlecht. Setzen Sie sie durch und wagen Sie, ich bitte Sie darum, wagen Sie hier auch den offenen Konflikt mit dem Koalitionspartner. Er wird notwendig sein, um eine vernünftige Schulpolitik zu machen. Er wird dringend notwendig sein. Wissen Sie übrigens, wohin das alles führt? Es führt in ein zweigliedriges Schulsystem, ungerechter und unfairer, als es je zuvor gewesen ist. Die einen, die vielen, werden ihre Kinder mangels Alternativen auf staatliche Gemeinschaftsschulen geben müssen, weil sie sich etwas anderes nicht leisten können. Das ist dann die schwache staatliche Bildung. Das wird die Masse sein. Die anderen, eher wenigen, können es sich leisten, ihre Kinder diesem Wahnsinn zu entziehen, indem sie sie auf teuren Privatschulen unterbringen. Schauen Sie doch mal, wohin bereits heute die Einkommenselite ihre Kinder schicken. Auf staatliche Gemeinschaftsschulen? Niemand. Nein, sondern auf teure Privatschulen. Salonsozialismus nennt man sowas auch. Es geschieht somit das exakte Gegenteil dessen, ich wüsste ja sogar Namen zu benennen, aber das tue ich nicht. Es geschieht somit das exakte Gegenteil dessen, was unsere Bildungssozialisten wollen. Die breite und arme Masse verliert ihre Bildungschancen auf Gemeinschaftsschulen, während finanziell potente Familien ihren Kindern wirkliche Bildung auf teuren Privatschulen angedeihen lassen können. Und so ergibt sich anders als gewollt ein Zweiklassensystem. Das wollen Sie nicht. Aber das ist das, was Sie mit Ihrer Politik erreichen. Sie produzieren mit Ihrem Gemeinschaftsschulweg ein staatliches Schulsystem, dem die entfliehen, die es sich leisten können.
Unser Auftrag aber ist ein leistungsfähiges und faires, den individuellen Fähigkeiten unserer Kinder, und die sind höchst differenziert, gerecht werden, das Schulsystem bereitzustellen. Und genau davon entfernt man sich mit der derzeitigen Politik leider in Riesenschritten. Das ist ein sehr trauriger Vorgang. Und damit bin ich am Schluss, Frau Präsidentin. Dankeschön. Das ist ein sehr trauriger Vorgang.